Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm Fullclip Edition. Wir sind auf dem Schiff von Serrano angekommen. Und wir brauchen mehr Shotgun-Muni. So. Und wir könnten irgendwie eine Ladung kaufen. Ja, könnten wir theoretisch, aber egal. Ja, wir sind auf dem Schiff von Serrano. Und müssen jetzt Serrano suchen, schätze ich. Mach dir nicht ins Hemd. Final Echo hat Überbrückungscodes für sämtliche Konföderationstechnologie. Die Brücke wird das mitbekommen. Richtig. Also beeilen wir uns lieber. Lasst euch nicht sehen. Feuer eröffnen! Und schon habt ihr uns gesehen. Okay. Überraschung, Freunde! Wer sind diese Wichser? Heavy Echo Shock Trooper, Serranos Geheimarmee. Die Blöde sind echt stark, das muss man ihnen lassen. Danke. Dank mir? Ich hab sie mitentwickelt. Okay. Yeah. Oh. Komm schon! Wie halten die denn aus, ey? Heilige Kacke! Tot? Nicht tot. Der auch nicht. Was ist denn das? Wieso halten die denn so viel aus? Okay, so. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist bald vorbei, Leute. Dadurch, dass wir jetzt halt schon auf Serranos Schiff sind. Und jetzt halt die ganzen... jetzt bei Serrano halt fast sind. Komm, in Nachsch. Okay. Komm, das hat doch hat nicht ausgereicht. Oh lol. Moment, wir machen das mal so. Easy. Wir haben drei Wichsköpfe zu Besuch. Wie schön, dass ihr kommen konntet. Ich werde es genießen, wie meine Heavy Echo Trooper eure Leichen zerstückeln und zermetzen. Danach kann ich richtig schön schlafen. Das ist ja nicht echt. Wow, hat gar nichts gebracht gerade. Alter, ich krieg einen Hit ab. Geh weg. Ist einfach verschwunden. What? Hey, sieh mal, wo sie sich verstecken. Stoß die Ladebucht ab. Oh. Versorgungskapsel. Das ist nice. Nehme ich immer gern mit. Ist ja eben echt einfach verschwunden? Der eine? Hallo? Effizientes Töten, das gefällt mir. Zwar nice. Das waren viele gute Männer, die ihr gerade getötet habt. Aufrechte Soldaten, die ihre Pflicht getan haben. Ist mir egal. Zwischen euch und mir. Da ist es natürlich in Ordnung, sie umzubringen. Nicht wahr? Ja. Der Code ist ungültig. Er hat uns ausgesperrt. Wenn ich dich reinlasse, Trish, willst du dich dann auf Papas Schoß setzen? Scheiß auf den alten Sack. Ich weiß einen anderen Weg. Hilf mir mal. Okay. Ich öffne die Tür von der anderen Seite. Du kamst dort nicht alleine hoch. Echt jetzt? Verdammte Lüftungsschächte. Da würde sogar ich hochkommen. Ich glaube, ich könnte diese Tür öffnen. Trishka ist doch schon. Sie ist los, um Serrano zu töten. Sie wird uns hier nicht rausholen. Ja, das passt zu ihr. Ich schließe die Konsole kurz. Ist ein Versuch wert. Doch,
Du müsstest dich mal selbst sehen, wenn du das machst. Du siehst wie ein verdammter Trottel aus. Ich hab die Tür aufbekommen. Ah. Schön, du hast die Tür aufbekommen, aber dabei wie ein verdammter Trottel ausgesehen. Wo ist denn Trishka? Hat sie es vielleicht eilig, zu ihrem Papa Serrano zu kommen? Alter, dieser Serrano, ne? Ich bin so froh, wenn ich den umbringen kann. Und spiele voller Vorfreude auf dich schon, ungeduldig an meinen Eiern rum. Der Echo-Kodex verlangt, dass sie selbst Rache nimmt. Scheiß auf den Echo-Kodex. Die Kleine versinkt im Blutrausch. Kacke, ich hab grad... Shit. Ich hab grad einen Schluck Kaffee getrunken. Konzentrier dich auf das aktuelle Problem. Hup, okay. Hab ich den? Den hab ich aber schon, alles klar. Sehr gut. Ich muss hier echt in Deckung gehen, Alter. Die machen echt... Die machen echt gut Damage hier. Die böllern mich einfach um. Jetzt sollte ich auch mehr mit der Peitsche und so arbeiten, klar. Das sollte ich tun. Ihr alle, kommt nur her. Was ihr hier findet, wird euch überhaupt nicht gefallen. Dann viel Spaß mit dem Heavy Echo Elite-Turm. Geboren aus Satans stattlichem Fastenarsch. Oh yeah. Oh fucking yeah. Das ist der Shit, den ich brauche, Alter. Das ist der Shit, den ich brauche. Nein! Ah, okay. Ich dachte, das halte ich noch aus. Aber nein, habe ich nicht. Ich habe den Typen hinten aber auch nicht getroffen. Hätte ich das geschafft, glaube ich, dann hätte ich hier gerade chillig überlebt. Shit! Was? Hä? Wann ist das explodiert? Hä? Oh yeah. Tschüss! Tschüss! Diese Bombe, diese... Was auch immer da bei mir so viel Damage macht. Ich weiß es nicht. Irgendwas macht mir da mal richtig viel Damage. Okay. Das war's. Okay. Geh einfach weg. Okay. Jetzt? Komm schon. Hier hat sich Serrano verkrochen. Ah, okay. Ich hacke die Tür. Versuch dir diesmal keinen Stromschlag zu verpassen, du Trottel. Nein, ich habe beim letzten Mal den Code ausgelesen. Gib mir Deckung, während ich ihn eingebe. Ich passe auf dich auf. Ich habe jede Menge Feuerkraft. Oh ja, die habe ich. Sie haben tapfer gekämpft, diese harten Männer. Wie verwundete, in die Enge getriebene Wölfe. Sie waren Dreck, sie waren verlaut und haben gestunken. Und ich habe sie geliebt. In das Schwarz. Tja. Douglas MacArthur, ein echter Krieger. So etwas findet man heutzutage überhaupt nicht mehr. Oh! Hallo, meine Schöne. Okay, Trishka ist bei ihm. Alles klar, gut zu wissen. Oh, ich liebe diese Waffe, ne? Dass man diese nicht allgemein haben kann, ey. Ray, die kommen von rechts. Oh, lol.
Okay. Das ist ein komplexer Vorgang. Alles alle. Perfekt. Okay, ich hab's. Und ich hab Heavy Echo erledigt. Wir sind echt ein perfektes Team. Oh ja. Keiner dieser Loser kann sich mit Dead Echo messen. Oh. Wir sind... Oh. Wir sind schon bei Serrano? Wieder verloren, Gray. Die Kleine war schneller. Hast du meinen Vater getötet? Ich wollte es dir schon immer geben. Und jetzt bin ich der Gefickte. Nach allem, hast was... Hast du meinen Vater getötet? Natürlich. Wow. Ganz langsam, Pusteblümchen. Willst du nicht wissen, wer den Abzug gedrückt hat? Das ist der Hammer. Dead Echo. Und ganz vorne weg, der miese Wichser da. Er hat auch meine Crew und dein Final Echo Squad getötet. Du. Hallo? Redest du auch mal, Gray? Ich glaube, er sollte eigentlich gerade was sagen. Denk nach! Genau das will Serrano. Er will dich doch nur manipulieren. Ich habe noch nicht mal damit angefangen. Lauft! Ich habe keine Kontrolle mehr. So ist es. Sie haben nämlich ich. Tut mir leid, Gray. Das bin ich. Er zwingt mich. Dich zu töten! Er wirkt den Wichser! Brech ihm den Hals! Er tötet vom Sandplatz! Die Erfüllung meiner Träume! Mensch als Maschine durch Kontrolle durchbrechen! Die AI! Nein, ich kann es nicht aufhalten! Zwing mich nicht dazu! Ich gebe dir. Ich kann nicht mehr eh drücken, schade. Na schön, Gray. Ein letztes Mal. Was? Verdammt! Du dummer Affenarsch! Du, was dein Papa sagt! Jetzt bezahlst du für alles, was du uns angetan hast! Junge, du wirst wie ein fettes Schwein verrecken! Du hast uns zu Monstern gemacht! Rell war ein Kriegsheld! Und du hast ihn Unschuldige ermorden lassen! Ich hab euch Kennern Arbeit gegeben! Mehr nicht! Ja, tut mir leid, wenn sie nicht deinen moralischen Ansprüchen genügt hat, Prinzesschen! Easy! Hä? Nein! Das war's, Kleiner! Ich wusste, der kleine Wichser versagt, wenn's hart auf hart kommt! Du wolltest die doch nicht etwa. Du bist keine letzten Worte wert, du jämmerlicher Haufen. Ray! Easy! Easy! Halt durch! Erledige ihn. Für Dead Echo. Du miese Drecksau! Was für ein Wichser! Ihr zwei seid wirklich die dämlichsten Wichser aller Zeiten! Scheiß drauf! Es gibt bessere Mittel und Wege! Au! Anstatt dass Gray seine Peitsche einsetzt, die ganze Zeit über schon, denke ich mir das. Warum setzt er seine verkackte Peitsche nicht ein? Er hat sie doch! Oi. Du kannst dich nicht mehr vor mir verstecken. Ich bin so weit gekommen und habe alles verloren. Ich komme, Serrano. Ich komme, um dich zu töten. Ah!
nichts, Junge. Solange du nur tot bist, ist mir egal, was ich bin. Triska! Alles wird gut, Süße. Ich bring dich heraus. Ist er... Ist Serrano... Serrano ist tot. Und er hat echt gelitten. Er hat für jedes seiner Opfer bezahlt. Für jeden Unschuldigen, den ich töten musste. Ich weiß, er hat dich manipuliert, Gray. Ich weiß es. Ich geb dir nicht die Schuld. Süßer als Teenager-Muschi. Oh, Scheiße. Ich hoffe, das tröstet euch. Bitte, was? Ich dachte, er wäre tot. So, hä? What? Nee. Nee, Finde ich nicht okay. Er hätte gedacht, dass ein Weltraumpirat so viele Leben hat. Noch einen Crash überlebt, noch einen Sturz, noch einen Fehlschlag. Gray, tut mir leid wegen Ishii. Wirklich. Er war mein letzter Freund. Ich habe ihn getötet. Wie alle anderen. Oh, verdammte Scheiße! Ja, das kann man wohl sagen. Rein in die nächste Katastrophe. Aber ich kann Visier doch, okay. Lol, wo kommst du denn her? Komm mal runter. Please! Komm mal her hier. Tschüss! Alles klar! Leute! Es geht doch noch weiter! Ich habe irgendwie gedacht, dass das Spiel jetzt vorbei ist, aber es geht noch weiter! Alles klar! Können wir uns hier endlich mal alles voll kaufen, wie ich gerade merke? Komm hier, Ladungen kaufen! Ich hätte aber ganz gerne meine Schrotze eigentlich weiterhin als rechte Waffe. Die Sniper können wir auch mal hier im Magazin kaufen. Ladungen kaufen. Alles voll machen. Alles voll machen, Leute. Okay, Ladungen hier können wir nicht mehr. Wir können hier nochmal ein Ladungsupgrade kaufen. Endlich mal. Kapazitätsupgrade, lol. Können wir das bei den ganzen anderen auch noch? Nee, Magazin? Nee, können wir nicht. Okay. So. War hier ein Checkpoint? Ich weiß es nicht. Fantastisch. Uns bleibt keine Zeit mehr. Wir müssen zur Ulysses und irgendwie die DNA-Bombe deaktivieren. Ja, Kacke, stimmt. Klar. Die gibt's ja auch noch hier unten. Wir irgendeinen vergessenen Starcreeper, den keiner braucht. Oh, shit. Voll aufgetankt und startklar. Vielleicht steht ja auch noch dein Name drauf. Hey, Moment mal. Was? Die Ulysses. In den Abwurfröhren waren noch Fluchtkapseln. Sie haben nicht genug Schub. Wenn wir im richtigen Moment starten, könnte uns die Detonation zumindest aus der Atmosphäre schleudern. Wir zünden die Schwerkraftumkehr und lassen uns von der Druckwelle der Ulysses von diesem Planeten katapultieren. Ja, Mann. Wir versuchen's. Ja, ein Checkpoint. Alles klar, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Bart. Wir sehen uns bei... Wo ist Trishka? Ah, da. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.